Was geht ab, meine lieben Freunde? Die meisten von euch dürften den YouTuber Black Panther kennen. Er ist einer der größten Interviewer, wenn es darum geht, authentische Persönlichkeiten zu interviewen und sie über ihr vergangenes Leben zu befragen. Ohne die Moralkeule zu schwingen, schafft er es mit seinen Gästen immer wieder, der Jugend etwas mit auf den Weg zu geben. Doch gestern hat sein bester Freund in einem kurzen Statement mitgeteilt, dass Black Panther aktuell in Untersuchungshaft sitzt. Der 23-Jährige steht im Verdacht, in größeren Mengen mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Polizei soll auf ihn gekommen sein, nachdem sie EncroChat-Daten ausgewertet haben. Diese Information steht im Abendblatt, aber diese Tatsache wird auch von seinem Freund bestätigt. Wir leben in einem Rechtsstaat und es gilt immer die Unschuldsvermutung. Solange wir nichts Näheres wissen, sollten wir auch nicht voreilig urteilen. Ich wünsche ihm und seiner Familie auf jeden Fall viel Kraft und Geduld in dieser schweren Zeit. Black Panther wurde vor einigen Tagen verhaftet. Er sitzt gerade in U-Haft wegen EncroChat und wird höchstwahrscheinlich die nächsten Videos nicht mehr drehen können. Seitdem Bösemann wieder zurück ist, teilt er in alter Manier aus. Damals hat er gegen jeden geschossen, der in seinen Augen nicht authentisch war, wie Bushido oder Massiv. Und jetzt geht er weiter. In seiner Instagram-Story teilt er gegen Sinan G aus. So schreibt Bösemann: Bist du dann noch hart, wenn Bösemann vor dir steht? Der denkt, auch mit bisschen Pumpen und Diät wird man Kämpfer. Des Weiteren postet Bösemann eine Unterhaltung mit einem Fan. So steht: Mein Vater war mit ihm im Knast in Bielefeld. Der war immer am Telefonieren in Zelle und hatte gute Kontakte mit den Wärtern. Schmierlappen. Richtiger Sinan, aber wofür das G? Wofür steht G? Wofür? Es bleibt abzuwarten, ob Sinan G antwortet. Vielleicht treffen sich beide auf dem Bolzplatz und klären, wer der stärkste Rapper Deutschlands ist. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Peace out.